Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Ratchet & Clank auf der Gemlik-Mondbasis. Ein richtig cooler Anblick, wie ich finde. Wir müssen nämlich Drac immer noch stoppen. Jetzt haben wir zum Glück verhindert, dass auf dem Planeten Hoven dieses riesige Schiff mit dem gewaltigen Planetenzertrümmer abhebt. Das haben wir nämlich zerstört. Und Clank hat dort auch noch ein Hydropack installiert bekommen. Also sind wir jetzt auch im Wasser richtig schnell. Und ja, als nächstes auf der Liste war eben hier diese Gemlik-Basis. Die ist auch verdammt groß. Ein richtig geiler Ausblick hier. Und ich glaube, hier gibt es sogar die letzte normale Waffe zu kaufen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, aber wir gucken gleich nach. Die werde ich mir so und so nicht leisten können, auch nicht mit Gadgetron-Rabatt. Wird die noch viel zu teuer sein. So, schon Bolts sammeln. Also, schauen wir mal rein. Hallo, Fellknäuel. Hallo. So, und er... Nee, der hat sie ja doch noch nicht. Nee, ich glaube, dann war das ein Planet später. Na, dann ist es auch eine egal. Eine Schönheit. Eine Schönheit. Warst du? Ganz sicher nicht. So, gucken wir erstmal auf die Karte, wie groß das hier eigentlich ist. Oh, ja, ist schon... Ja, es geht. Und da, wo das Fragezeichen ist, müssen wir hin. Basis erkunden. Du hast zwar Drac verpasst, aber vielleicht gibt es auf dieser Basis ein Schiff, das schnell genug ist, um ihn einzuholen. Schau dich um. Hier wird es auf jeden Fall schon bedeutend schwieriger werden, weil ihr seht, da fliegen schon Robosaurier herum, es gibt Kraftfelder zu deaktivieren und viele Geschütze zum Ausschalten und. Und ja, werden wir sehen, wie oft ich hier verkacken werde, weil das habe ich noch böse in Erinnerung, relativ schwierig in Erinnerung, um genau zu sein. Aber ich werde mein Bestes geben. Diese pulsierenden Türme steuern die Kraftfelder. Um sie alle zu zerstören, brauchst du einen Verwüster oder einen Visibombenwerfer. Ja, zum Glück habe ich beides. Zum Glück habe ich ja beides. So, ich mache erstmal hier die kleinen Viecher tot, weil die nerven. Für die komischen Robo-Flugsaurier oder was immer das sein soll. So, wenn ich direkt davor stehe, reicht ja eigentlich auch der Verwüster aus. So, und bam. Und bam. So, schon kaputt gemacht. Boom. Dann können wir hier gleich weitergehen, aber erstmal Kisten smashen. Zack, bam. Ach ja, und für die, die das Spiel jetzt nicht kennen, es kommen noch 4 Planeten. Ja? Es kommen immer noch 4 weitere Planeten. Falls ihr euch eben fragt, wie lange das hier alles noch gehen wird, also es kommen noch 4 Planeten. Wir sind ja jetzt auf der Gemlik-Basis, die sich im Orbit des Planeten Oltanis befindet. Das wird auch der nächste Planet sein, wo wir hin können. Und dann kommen aber nochmal 3 Planeten danach. Also es ist noch nicht vorbei. Ja? Es wird schon noch ein Weilchen gehen. So. Kommt ihr mal her. So. Bombe. In your face. Der wird sich auch da, ne? Was kommt denn da geflogen? So, Pyrositor. Nein, wo gibt's denn sowas? Robo-Flugsaurier. So, hier. Oh, da ist schon mal ein fieser Typi in einem Geschütz drin, aber jetzt muss hier irgendwo noch so ein Kraftfeld drin sein. Alles kaputt smashen, alles kaputt hauen. Ah ja, eh gleich hier. So, von hier aus ist es, glaube ich, mit einer Visibombe besser. Die muss ich gleich hier drüber steuern. Und Achtung, zack. Jawohl. Richtig schön kaputt gemacht. Den Typen kann ich leider nicht so einfach kaputt machen, weil der... Naja, ihr seht ja selber. Der steht da nicht einfach nur drin, oder, wartet mal. Ich probiere, nee, sonst würde der nämlich grün aufleuchten. Wenn ich den wirklich abknallen könnte mit dem Ding. Ja, ja, komm, schieß nur auf uns, du triffst uns hier eh nicht. Kannst du mal voll vergessen. So, ich hau dem einfach einen Bombenhandschuh rein. So, guck. So, ich selber kann das leider nicht verwenden.
Brauche ich aber auch gar nicht. So, und natürlich gibt es auch hier wieder Türen für den Dietrich. Ich glaube, auch hier gab es insgesamt 3. Das wird wieder eine Menge Spaß machen, aber gucken wir mal. So. Ach, das sieht gar nicht mal so schwer aus. Aha. Okay. Und Tor offen. So, der nächste Depp, der auf Small will. Vorsicht. Guck mal schön zur Seite. Genau. So, und jetzt Achtung, schön von hinten. Bombe. Und tot. Und hier ist gleich das zweite Tor, voll fies. Die kommen gleich mal ganz dicht nacheinander. Das zweite Tor zum Knacken. Das wird ja sogar einfacher statt schwieriger. Merkwürdig. Was habe ich gesagt? Das war ja fast noch einfacher als das erste Tor. So, wen haben wir hier? Ach, da ist ja noch so einer. Ey, die sind hier überall. Die sind hier überall, diese Spinner. Schnell! Wow! So, das machst du nicht nochmal. Oh. Kuckuck, hi Jungs. Oh, scheiße. Und tot. Gar nicht gewusst, dass da unten überhaupt welche rumstehen. Tja. Blöd für die anderen. So, da haben wir den nächsten Turm. Müsste sich von hier aus, glaube ich, noch ausgehen mit einer Visibombe. Und zack, yeah. So, und da fliegt doch gleich so ein fieser Chat rum. Den knallen wir auch gleich mal weg. So, und tschüss, du Arsch. Haha. So, oh, wollt ihr zu mir? Ihr wollt zu mir? Könnt ihr gerne haben. Hier, ein paar Bomben für euch. Sind lecker. Schön explosiv. Oh, ihr wollt nicht, ne? Dann lieber so. So, bei diesen grünen Dingen muss ich aufpassen, weil da ist giftige Säure drin. Und die tut mir sonst weh. So, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Hier dieses Yeah. Und zack. Und wie sie Bombe. So und bams the bam. Hey, was hast du mit meinem Kumpel gemacht? Ja, das zeige ich dir gleich. Das da. Zack und tot. So, da habe ich aber noch gesehen, da stehen noch ein paar komische Fieslinge rum. Na dann. Eat this. Bam. So, das mache ich lieber auch aus der Ferne kaputt. Nicht, dass das dann noch explodiert, wenn ich in der Nähe bin. Da habe ich keinen Bock drauf. Irgendwie eine geile Aussicht, dass wir echt mal auf so einer Basis im Weltraum sind. Ich meine, wir waren ja schon mal auf dieser Plag-Raumstation, aber da waren wir nicht im Freien. Nur ganz kurz mit Clank ein bisschen, aber so mit Ratchet, nur da hatten wir auch noch keine O2-Maske. So, und oh, da ist eine Tür aufgegangen. Und was kommt da raus? Gar nichts. Da muss doch irgendwas rauskommen. Warum ist denn hier das Tor aufgegangen? Da muss irgend so ein... aha. Ach, hier ist einfach nur ein Schalter. Na dann, push the button. Und da geht's nach unten. Das war einfach nur eine Aufzugsplattform. Okay. Hallöchen. Und, giftige Säure, die steigt und sinkt und übel stinkt. So,
So, ich will hier nicht immer, ich kann hier auch so stückchenweise schießen, so zack, 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 zack. Mann, kannst du mal stillhalten? So, tot. Was macht bitte so ein Zeug auf so einer Mondbasis? Es ist doch eklig und gefährlich. Vor allem gefährlich. Oh Gott. Jetzt erinnere ich mich auch daran wieder, müssen wir richtig rasch weiterkommen. So. Schneller, schneller. So, wir brauchen mal wieder unseren Schwunghaken. Ich verstehe. So. Wir warten, bis die Säure komplett ansteigt und wenn sie dann absinkt, dann ganz schnell. Jetzt! Nicht! Das war... Oh, gut, wir haben uns gerade den Po verbrannt. Ich dachte, wir sind da sofort tot. Scheinbar doch nicht. Gut, ich war einfach zu früh dran. Ich war zu früh dran. So, jetzt! So, Überraschung! Ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin immer so... stürmisch und... Aha. Jetzt auch noch so. Ey, ist klar. Wow. Das finde ich aber auch mal eine geile Idee, dass wir hier auf dem... Dass wir auf einem Magnetpfad sind und das hier so seitlich so an uns rankommt. Ich meine, gut, wir sind eigentlich mehr oder weniger auf der Seite. So, schnell, 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 schnell. Es kommt. Das war knapp. Das war knapp. So, der nächste Trottel kriegt auf die Goschen. So, zack. Ja, schon besser. Die Musik ist auch ein bisschen, naja, ein bisschen eigenartig. Was ist das denn hier? Warum... Ach, was weiß ich. So, wie war denn das hier nochmal? Es sinkt ab. Ah ja, Moment. Zack. Ah, schon besser. Jetzt... Fliegen, 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 fliegen. Schnell, 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 schnell. Zieh dich hoch. Und spring hoch. Das war gut. Das war mal richtig gut. So, ist hier was? Nee. Aber hier ist was. Name Tech. So, ich könnte aber noch eins gebrauchen. Was bringt mir das, wenn ich da... Das ist vielleicht, wenn man zurück will, warum man das auch immer rollen sollte. So, jetzt geht's wieder nach oben. Und gleich mal ein Empfangskomitee von den Viechern. So, Moment mal, hier ist irgendwo... hier ist so ein Turm. Na los, kommt runter. So, lecker Feuer, schön scharf und feurig. Was macht hier ein Händler? Ja, warum auch nicht, kaufen wir Muni ein. Und mal Munition einkaufen. Nein, da ist eine Visibomben-Munition runtergefallen. Ach Menno, ist doch fies. So. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Ja, das sagst du jedes Mal, dass dir mal was anderes einfallen. Du könntest ja wenigstens auch mal die Munition ein bisschen billiger anbieten, aber nö. Da bist du dann doch nicht zu überzeugen. Selbst nicht mit dem Überzeuger. So, alles wieder voll, das ist gut. So, wo ist jetzt hier der nächste... Ach, da drin! Gut zu wissen. So, Wiesebombe, Feuer frei. Und bamster bam. So, da ist noch so ein Düsenschild, den kümmern wir uns auch mal drum. Und bamster bam. Schon besser. Nee, ich sehe das nicht ein, dass die mich da einfach überraschen und dann auch abknallen sollen, wenn ich die vorher selber fertig machen kann.
So, schön Platz. So, da, von da sind wir ja gekommen. Da ist unser Schiff. Hey, was machen die denn da? Die machen hier irgendwie... Aha, hier ist das dritte Tor. Das dritte Tor für den Dietrich. Das müssen wir auch unbedingt aufbekommen. Weil wir können hier leider nicht einfach an denen vorbeimarschieren. Die würden uns abmurksen. Die würden uns... Ja, seht ihr? Die geben jetzt schon Dauerfeuer. Und deswegen... Dietrich, mach die Tür auf. Okay. Und ja, das war trotzdem richtig. So. Jetzt Überraschung. Oh, scheiße, Säureexplosion. So, und schon sind die erledigt. Diese Trottel. Und dann können sie mir nichts mehr tun. La, 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 la. Oh, ganz schön viele von denen schon wieder. Von diesen Roboflugsauriern. So, Wiesebombe. Und zack, da steht ja noch einer daneben. Da ist ja noch einer. Hab nicht gesehen, weil es zu dunkel ist da vorne. Könnt ihr euch nicht mal eine anständige Beleuchtung leisten, ihr Vollidioten? Das ist ja peinlich. Das ist oberpeinlich. So, euch hole ich alle vom Himmel. Oder kann man sagen, wir sind... Hier gibt es doch gar keinen Himmel, nicht wirklich. Wir sind im Weltraum. Ach, dann hole ich euch einfach von da oben runter. So, komm her. Nein! Ah, ich habe wieder keine Munition mehr. Fies. So, selber schuld. Zack, ey, den hat's voll umgehauen. Und da, Rückzug, Rückzug. Schau im Kloster. Die haben mich jetzt echt überrascht. Wie könnt ihr es eigentlich wagen? Das war Fail. Du musst dich schon richtig hinstellen, Ratchet. Wie könnt ihr mich denn so erschrecken? Zack. Ich finde es wenigstens sogar, dass sie gegen die Wiesebomben absolut nichts machen können. Und tschüss. Boah, hier geht einfach mal hier so eine Hangartür auf und auf einmal werden wir hier von zwei Schiffen unter Beschuss genommen. Ich glaube, es hakt. Frechheit. Das geht doch nicht. So. So, kommen hier noch mehr Schiffe, oder? Irgendwer kommt doch hier sicher noch. Irgendwer oder irgendwas kommt hier noch, das habe ich im Gefühl. Hier vorne. Aha. Wow. Vorsicht. Na super, hier gibt es aber keine Möglichkeit, die zu umgehen, aber irgendwie... Wie war denn das nochmal? Da konnte man probieren, dass man trotzdem mit einer Wiesebombe da reinschießt. Konnte man die damit trotzdem umbringen? Nein, nicht unbedingt. Wartet mal, es gibt doch irgendwie, muss es hier einen Trick geben. Oder war das hier, ich glaube, das war hier drüben sogar? Dass hier irgend... Ja, natürlich, meine Güte, seht mal. Hier sind ja nicht umsonst solche Löcher in den Wänden, also solche komischen Einbuchtungen sind hier nicht... Einfach nur so. Hier muss ich jetzt gucken, dass ich mit... Jawohl, geht das nicht auch mit dem Verwüster? Der ist jetzt hier gesogen. So, Feuer und... Boah, voll in den Po. Und... Voll in den Po. Und... Finger im Po Mexiko. Ha! So geht das. Ganz vergessen, dass man das ja so machen muss, weil sonst... tut's ein bisschen weh. Sonst sieht Ratchet noch aus wie durchlöcherter Käse. Wie Lombax-Käse. Ist sowas überhaupt gibt, Lombax-Käse?
Kann mir relativ egal sein. So, wieder eine Plattform, die uns nach unten bringt. Und, oh, Perspektivenwechsel. Zumindest ein bisschen. Ah, jetzt sind wir also hier. Oh, seht euch das mal an. Was machen die denn alle da? Das war jetzt, glaube ich, auch nicht so einfach. So, warte mal, kann ich von... Nee, kann ich ja nicht. Ich bin ja... Das ist ja auch doof, wartet mal. Ich kann keine Waffen einsetzen, solange ich ja meine Magnetstiefel benutze. Das ist natürlich jetzt richtig kacke, aber kein Problem. So, Achtung. Wow. So, und jetzt geht's erst richtig los hier. Jetzt ist hier echt die Kacke am Dampfen. Das war gar nicht so einfach. Mann, ihr Ärsche! So, hab gleich keine Muni mehr. Bombenhandschuh. Mann, stirb doch mal! Lasst mich doch in Ruhe. Nanotech. Ja, Nanotech. So. Das Blöde ist, die kommen hier immer wieder neu. Zumindest die Kleinen. Wenn wir diese Dinger hier nicht kaputt machen. So, burn. Voll zerburnt. Schön alles kaputt machen, Ratchet. Wir müssen nämlich jetzt alle Gegner besiegen, damit wir hier weiterkommen. So richtig. So. Die schon als abfucking hier. Aha. So, und das war's. Na bitte. Beim ersten Versuch geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte schon geglaubt, ich schaff's mal wieder nicht. Aber ich kann ja doch ein bisschen was. Bin ja doch nicht ganz so schlecht. So, push the button und es geht wieder nach oben. So, jetzt müssen wir doch aber bald mal da sein, wo wir hinwollen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ah, ja genau, jetzt sind wir endlich bei diesem großen Turm. Hallo, Captain Ratchet. Ja! Hol mich doch, du Held! Vielleicht kriegen wir da drin ein Schiff. Gute Idee. Auf geht's. So, jetzt müssen wir tatsächlich gegen Quark kämpfen. In einem Luftkampf. Von wegen nur zu meinem Besten. Aber es ist eher zu deinem Besten. Ach, halt die Klappe. Das war schon ziemlich schwierig. Habe ich sehr schwer in Erinnerung. Flieg doch einfach. Schneller! Mann, ich brauche Raketen. Was war das denn gerade für eine Scheiße? Mann! Alles wieder von vorne, ich hab's ja gewusst. Ich bin vorhin in so einen scheiß Asteroiden reingeknallt. Hier ist eine Kleinigkeit. Hier für dich. Ich komm dir immer näher, du Arsch. Du bist wohl dieser Kopf hier.
Friday! Gut, Ratchet, du hast den Test wohl bestanden. Oh Mann! Ja, Quark ist Geschichte. Trotz meiner anfänglichen Skepsis muss ich zugeben, dass deine Flugkünste sich langsam verbessern. Endlich hast du es kapiert. Aber damit finden wir Drake auch nicht. Mann, Clank, kannst du denn nicht einmal locker sein und dich wenigstens ein bisschen freuen? Einmal? Hey, du willst Drake schnappen? Wetten, dass die Kiste das schafft? Hier ist Darla Gretsch mit einem Live-Bericht aus Gorda City. Dieser bislang friedliche Planet wurde heute ohne Grund angegriffen und verwüstet. Es scheint jetzt zweifelsfrei festzustehen, dass der Vorsitzende Drake nicht mehr davon abzubringen ist, die ganze Galaxie aus purem Egoismus zu zerstören. Es gibt scheinbar keine Hoffnung mehr. Das war Darla Gretsch für Kanal 2 News. Ja, ich weiß. Ich dachte auch nicht, dass es so schlimm wird. Weißt du, vielleicht hattest du recht. Es geht um viel mehr als dich oder mich. Es war egoistisch, nur an Quark zu denken. Wir können Drake immer noch aufhalten. Hey, genau! Wir haben das neue Schiff. Schnappen wir ihn! So gefällst du mir. Infobot für Planet Altanis erhalten, also. Puh, das war jetzt ein heftiger Luftkampf. Aber beim zweiten Versuch ganz knapp geschafft. Und jetzt gibt es hier aber noch etwas. Und zwar, wo... Ist das nicht... Ist das gleich hier? Ja, das ist dieser Megaturm hier. Der hat nämlich noch ein cooles Geheimnis. Und zwar kann man hier, ich meine, das sieht man nicht wirklich, man kann hier einen Wandsprung machen. Moment, ich glaube, das ist weiter hier innen. Oder auch weiter hier. Mensch, mach einmal was richtig, komm. Na, Mann, wieso? Warum geht das nicht? Ey. So, seht mal hier oben. So, na also, hier ist nämlich eine Plattform, die uns ganz raufbringt. Und jetzt passt mal auf, was es hier oben gibt. Ist das geil? Hier gibt es Goldwaffen. Das ist einfach nur Hammer. Zum Beispiel hier, du benötigst 20.000 Bolts und 4 Gold Bolts für den goldenen Bombenhandschuh. Oder... 30.000 und 4 Goldbolts für den goldenen Pyrositor. 20.000 für Goldbolts für den goldenen Blaster. Du brauchst den Todeshandschuh an sich, bevor du die goldene Version erhältst. Und 10.000 und 4 Goldbolts für die goldene Saugkanone. Also ihr seht, das ist der eigentliche Grund, warum wir hier Goldbolts sammeln. Und wow, Ratchet hat sogar mal seine Maske nicht auf, weil hier drin irgendwie Sauerstoff ist, naja. Also... Damit wir uns natürlich alle Waffen kaufen können, brauchen wir eine Menge Bolts an sich und auch einige Gold Bolts. Was mich jetzt ziemlich interessieren würde, wäre ja hier der Gold Blaster. Der goldene Blaster brauche ich aber 20.000 Bolts und 4 Gold Bolts. Ich meine, Gold Bolts habe ich glaube ich jetzt mindestens schon 4, aber 20.000 Bolts, ich habe leider zu wenig, aber ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen, dass das hier oben ist. Und ja, vielleicht kann ich mir wenigstens eine Goldwaffe leisten. Die sind... Auf jeden Fall um ein Vielfaches stärker. Ich weiß nicht, ob die jetzt doppelt so stark sind, aber ich glaube, die waren dann alle einfach doppelt so stark. Und ja, wie gesagt, im nächsten Part geht es dann zum Planeten Altanis. Also danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Ratchet und Clank. Macht's gut, Leute. Tschüss.